Einen wunderschönen guten Morgen hier da draußen. Hier ist der Simi und ich nehme euch heute mit auf eine Reise. Nämlich machen wir heute einen Vlog zu einem zweistündigen Kartrennen in der Kartbahn in Wohlen in der Schweiz. Und da sind wir ein Fünfer-Team, das da mitmachen wird. Insgesamt sind da Leute dabei, die ihr noch nicht kennt. Aber unter anderem ist da auch der Ruhu, der Robin, mit dabei. Und da dachten wir uns, ja, da können wir doch eine kleine Video-Session daraus machen. Und da sind wir gespannt, wie das entstehen wird. Am Ende des Tages wird es dann auf Schweizerdeutsch sein mit deutschen Untertiteln. Ich hoffe, das ist kein Problem für euch. Und ich wünsche euch damit dann auch viel Spaß mit dem Video. Tires, Tires, Tires. We're gonna go very fast. We're P1. We're checking. We are looking, we are checking. Oh, great, ja. Bist du zufrieden? Ja, ja. STV-Teamchef. Ja. Kart super, Wetter super. Nummer super. Nummer super, ja. 69. Ja, super. Genau, 69 ist schon. Wir können nur gewinnen. Ich bin wegen nichts anderem da. Wir sind motiviert, 15 zu werden. Motiviert. Schneller als ich. Also am 10. sind wir jetzt im Training. Das war die drittletzte Runde. Das war die erste, wo ich freie Fahrt hatte. Ja, die sind zwei eben blockiert. Ich bin jede blockiert. Keine Chance. Du wirst schon wieder durch. Thank you.
Doch, was bin ich gefahren? Nur ein Zehntel längsamer als deine Training. Was bin ich gefahren? Bestzeit ist 2 Sekunden schneller gewesen. Was bin ich gefahren? 54,7. 2,5. Bist du auch scheiße gefahren? Ja, aber hat nichts gebracht. Ah doch? Ja. Ja, wenn du sagst, ein Zehntel. Also der vor uns war 54,4 gewesen. Ja, das hätte ich machen können. Es ist schneller als 5 andere. Schon mal gut. Ah. Okay. Krank, Mann. 2 Sekunden schneller der andere. Der erste. Wie? Ja, da komme ich nicht hin. Und wenn der zweite schnellste Karte hat, man dann eigentlich gesagt. Wirklich? Ja, das mache ich jetzt nicht. Ich war vorhin ja gefilmt, da hat er rüber gesagt zu mir. Da hat man gesagt, also, mein Vater hat der zweite schnellste Karte und das hat nicht so gute Zeit. Also, weißt du schon. Aber der wird alle. Aber ich komme mit dem Kopf. Bist du gefahren? Scheint 54,7. 2 Sekunden schneller. Gut. Du bist scheiße gefahren. Ja, du, also für unser Niveau ist es, glaube ich, nicht schlecht. Ah ja. Ich habe jetzt nicht erwartet, dass wir da unter den Top kommen. Also, ich finde das super. Ich finde PC super. Das Rennen ist lang. Letzte wäre eigentlich nicht schlecht gewesen. Kannst du nicht hinterher fallen, ne? Ja, noch. Nur gut gemacht. P10 haben wir. Ja, nach der ersten Kurve P1. Das wäre natürlich das Träumchen, aber das glaube ich sehr weniger. Nein, P9 ist, ich denke, P9 ist realistisch. Machst du das? Okay. Tip top. Viel Glück. Good luck. 20 Minuten, ich stoppe die Tour. Ja. Wenn ich es zeige, eines oder zwei, ist dir überlassen. Geht vorne wieder. Ja. Ich vorne gar nicht gewünscht. Also, du rockst das. Levin ist zwar auf 14 hinterher gefallen, aber alles okay, er hat eine gute Pace, er behaltet sie vor allem und er macht im Vordermann auch ein bisschen Druck, also sehr nice, was er macht. Ziel! Oh, hast du auf deine Brühe gestanden? Hey! Hallo! Das Ziel ist ganz klar, nicht letzt werden, das ist das Hauptziel. Das Wunschziel wäre P9, realistisch gesehen könnten wir vielleicht P8 schaffen. Vielleicht. Das Ding ist, also von der Quali-Pace vom Simi, eben, der 10. Platz ist das, wo wir rundherum schwadern. Also knapp bei den Points. Und das ist absolut machbar. Das ist absolut machbar. Oh, jetzt ein guter Entry. Frech. Vielleicht. Tier. Heide. Ah. Hey, aber er versucht. Er hat Mut, er bringt den anderen in Gefahr. Und schau, wie sie im anderen davor ziehen. Das ist super. Drei, zwei, eins.
Was sagst du zu deinem Stint? Ja, hätte können besser laufen. Start ein bisschen verschissen. Nachher ist es nicht mehr voraus. Ich bin an dem einen nicht mehr vorbeikommen. Ja, das nächste Mal wird es hoffentlich besser. Nimm meine GoPro auf. Ja, ja. Er macht zwei, gell? Zwei? Ja. Drei, das ist ein Huren heiß. Drei, zwei, eins, go! Mr. Schuber, Schäuber, Fazit. Ich will mehr. Ich will mehr. Nächsten Monat. Ja. Ah, oh, das ist geil. Außer ich sage, ich verzichte freiwillig drauf. Aber das sehen wir dann. Nein. Also ich will wirklich... Das will ich öfters machen. Ich will dann nachher noch ein Kind mögen. Es macht auch Bock. Schade, sind wir so weit hinten. Aber ich denke, für das, dass wir das erste Mal dabei sind, machen wir es gut. Laut meiner Rechnung von meinem Kind müssen wir jetzt P13. Ja, ich hoffe. Gehen wir gleich schauen. Fucking Stint. Sehr schön. Oh. Bro, 62 überholt, Zeit aufgehalten, wie blöd. Super Zeit. Wie fühlst du dich? Alter, ey. Es war so anstrengend. Gut, ein guter Stint. Alter. Sauber. Hey, du hast durchschnittlich 54 Mitte gefahren. Schon? Ja. Alter, schneller als Training. Hey, aber die Reifen sind katastrophal. Ja. Gewesen, es ist wirklich? Nein, hey, es ist wirklich. Ich bin nur geslidet, wie blöd der ist. Ja. Sonst, was sagst du? Fühlst du dich gut? Machst du noch? Ey, voll zu fassen. Ey, teilweise ja nicht ausgegangen, dass ich verteidigen muss. Ich verteidige einfach blöd teilweise. Ja, ist okay. Du hast auf jeden Fall verdammt viel aufgeholt. Du hast zurückgerundet, du hast 62 geholt. Das war super.
Der mit dem weißen Oberteil, ist der vor uns gewesen? Nein, ja, weit aber vor uns. Ah, der habe ich sehr abgelehnt. Aber du hast nicht wieder... Hatte, ja. Genau, du hast nicht zurückgerundet und das war sehr wichtig. Ich habe 52 gesucht, das blau-weisse Kartleinische Brot. Ja. Unser nächstes Ziel ist 64. Vor etwa 10 Minuten war er 19 Sekunden voraus. Das 64? Ja. Gut. Oh. Sehr schön. Ich würde sagen 54,78, als ich davor gestanden bin. Und du hast die Gap von 40 auf 12 Sekunden angebrochen auf 12. Ist ja also geil! Ist ja geil! Es hat sich mega gut angefühlt. Am Anfang war es ein bisschen beschissen, weil ich jetzt gerade aufgekommen bin. Ja, die Treffen sind auch sehr schlimm am Anfang. Ja, es ist am Anfang, ich kann mich als Manager noch. Irgendwann habe ich angefangen, meine Driving-Style noch etwas anzupassen. Und es ist noch etwas weg. Nein. In dem Fall machst du noch einen, oder? Sehr schön. Thank you.
Und wie war es? Ich habe sehr lange gehabt, bis ich im Rhythmus bin. Ja. Weil am Anfang bin ich nur gerutscht und die haben mich auch alle überholt. Dann habe ich den Rhythmus gehabt. Dann habe ich den einen zurückgeholt. Aber du hast einfach klasse Zeiten gemacht. Wirklich? Ja, du bist schneller als Simi. Wirklich? Ja. Soviel ich weiss schon. Also erst zweimal für schauen, du bist schneller gewesen. Ja. War ich verzeihtet? Ich glaube, es sind 54 Mega. Tief in 54,2 ist der schnellste gewesen oder so. Ja, krass. Also wir sind schneller als im Qualifying gewesen. Als ich nachher den Rhythmus hatte, war es ja super gewesen. Außer die lang hinten rechts. Dort ja. Ja, dort rutscht es mega. Ja, ich bin auch nicht zufrieden mit dem Bremsen und allem gewesen. Die Linkskurven sind Zucker gegangen. Nicht einmal gerutscht in der Linkskurve, aber ja. Du hast die Hälfte von der Arbeit geleistet. Wirklich? 8 Sekunden. Hast du nur noch hoffen. Boah! Sehr gut. Ja. Es wäre doch kein richtiges Rennen gewesen, wenn wir euch nicht noch das Rennergebnis des 2-Stunden-Rennens hier einblenden würden. 15 Teams sind an den Start gegangen. Ursprünglich waren geplant 16, 2 haben dann noch abgesagt. Ein Team wurde dann noch gefunden für den Sonntag. Ein Team, welches unser Kumpel Gabriel noch irgendwie auf die Beine gestellt hat. Am Ende sind wir mit Platz 12 mehr als zufrieden gewesen. Wir wollten nicht letzter werden, das haben wir erreicht. Von der Pace her, in den tiefen 54er sind wir am Ende angekommen. Da ist noch ein gutes Stück Potenzial verfügbar. Wir wollen das nächste Mal auch in die 53er hinein, um auch mit den anderen Mannschaften zu konkurrieren. Platz 11 wäre noch möglich gewesen gegen die Odermannen. Für die Top 10, da müssen wir uns noch etwas selber an der Nase nehmen, noch etwas mehr trainieren, mehr anstrengen. Dann dürfte der Schritt vielleicht schon beim Rennen im Juni. Das wäre natürlich das, was wir möchten, aber im Endeffekt geht es immer noch darum, wir wollen Spaß haben und einfach nicht letzter werden. Das ist das Hauptziel mit diesen beiden Rennen, die wir zum ersten Mal hier im 2024 zusammen angehen werden. Leider haben wir vergessen, eine Abmoderation an der Strecke zu machen. Das Ganze ging so schnell. Vom Ende des Rennens bis hin zur Siegerehrung, da mussten alle nach Hause gehen, weil das Monaco-Rennen noch unterwegs war. Die Leute wollten unbedingt nach Hause gehen, ihr Sportevent gucken und so weiter und so fort. Was sehr schade war, denn es war ein sehr eindrückliches Event und wir werden da definitiv nochmal nächsten Monat mitmachen. Ich habe aber keinen Plan, ob wir da nochmal einen Vlog machen oder nicht. Kommt ganz drauf an, wie dieses Video bei euch ankommen wird.
Es war sehr, sehr cool. Hier auch noch für die Medaille. Das ist eine stinknormale Medaille mit dem Aufkleber der Kapern drauf. Da steht kein Rang oder so. Des Weiteren drauf einfach nur, ja, dass man da bei einem Turbokart-Rennen mitgemacht hat. Und die durfte ich jetzt als Teamchef mal behalten. Ich werde die mir auch dann hier hinten dann wieder platzieren. Und beim nächsten Mal darf das dann wer anders machen. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr cooles Rennen. Danke noch an die Kapern Wohlen. Die organisieren das bis zu 9-mal im Jahr. Ist halt eine ordentliche Startgebühr, die man da bezahlen muss, um mitmachen zu dürfen. Aber es ist ein Ereignis, ein Erlebnis, vor allem mit einem richtigen Jungs-Team. Da bockt das massiv. Und wir haben das jetzt das erste Mal gemacht in dieser Konstellation. Robin und ich reden schon seit 5 Jahren darüber, dass wir das machen wollten. Jetzt haben wir es endlich gemacht. Da bin ich ultra happy drüber. Wir haben uns auch sehr gut geschlagen. Wir wurden nicht Letzter. Und wir haben auch gemerkt, wo können wir noch was an Zeit gewinnen. Da wollen wir uns verbessern. Am besten Fall sogar noch bis zum nächsten Mal im Ende Juni. Und dann gucken wir mal, welche Rennen wir dann in Zukunft noch mitwirken werden. An der Stelle bedanke ich mich noch bei allen, die mitgemacht haben, bei Levin, bei Gabriel, die mitgewirkt haben, bei Dominik Kassel, Schweizer Formel 1 Influencer nenne ich es jetzt mal, macht sehr guten Content, da unbedingt abchecken, Link in der Videobeschreibung, er streamt auch bis zu 2-mal in der Woche, unbedingt, also absolute Empfehlung meinerseits. Natürlich auch danke an Robin, also Robin, ne? Wir haben es geschafft, war gut, war geil. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen hoch da, lasst Kommentare da, wenn ihr was gesehen habt, was ihr verbessern könnt im Schnitt, auch vom Stil her, wo ihr seht, oh, da könnt ihr denn auch was besser machen im Fahren. Wir sind dankbar für jeden Tipp. Das war's von diesem Vlog. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich bin Simi K. Und wir sehen oder hören uns in einem zukünftigen Video wieder.